Hallo Leute, weiter geht's bei God of War Ascension. Im letzten Part haben wir dieses Vieh hier endgültig vernichtet. Es wurde auch langsam Zeit und nun können wir uns hier ein bisschen umsehen. Gibt's hier irgendwo ein Geheimnis? Was ist das für eine komische Statue? Was ist das für ein komischer Gesang hier? Erstmal das hier öffnen. Da drüben geht's dann vermutlich weiter. Oder vielleicht auch hier vorne. Nee, scheinbar nicht. Die Kamera kommt nicht mit. Nee, es geht da drin weiter. Okay. Immer alle möglichen Geheimnisse absuchen bzw. finden. Ja. Bevor ich hier was mache. Das öffnen. Und sich dann mal die Wand ansehen vermutlich. Aigaion, der Hekaton-Chaire. Gott, das sieht ziemlich verstörend aus. Er brach als erster den Bluteid. Die Furien quälten ihn und formten aus seinem Fleisch und seinen Knochen dies dunkle Gefängnis. Ja, das wurde uns, glaube ich, erklärt im Intro. Aigaion. Ich spreche ihn vermutlich falsch aus, aber wie auch immer. Wir sind hier quasi auf einem Lebewesen. Wie damals in Teil 1 auf... Wie ist der Typ nochmal? Ich hab's vergessen. Kronos, genau. Kronos in der Wüste, der den Tempel der Pandora auf seinem Rücken trug. Als Strafe. Aber genug geschwärmt vom Teil 1. Es geht weiter. Da ist sie wieder, diese Scheißfurie. Das ist dein Ende. Ich hoffe mal nicht. Oh Gott, was seid ihr für Hündchen? Und weg mit dir. Geht fliegen. Ha. Autsch. Mir gefällt diese rotierende Dings nicht hier. Gefällt mir wirklich nicht. Ist hier noch irgendwo was? Oh, da kann ich... Oh, da kann ich hoch. Oh, gib mir das. Mach's auf. Sehr schön. Aber mir fehlen irgendwie die Flügel des Ikarus, echt. Was kann ich jetzt hier machen? Ist das ein Aufzug? Oh, das ist ein Aufzug. Das wird mir nicht gefallen. Oder vielleicht doch. Ich kann hier nicht absteigen. Ich kann hier nicht absteigen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass ich mich hier beeilen muss. Komm her und geh weg. So, das sieht doch gut aus. Autsch. Zu viele von diesen Scheißviechern. Käferhunde hier. Was ist das für eine kranke Sache hier? Und weg mit dir. Und weg da. Du beißt niemanden mehr, Hündchen. Du ebenfalls nicht. So, was ist los? Was kann ich denn jetzt hier machen? Und da machen? Ich werde erstmal hier was tun. Was kann ich denn? Ah, ich muss das lösen, damit der Aufzug weiterfährt. Ich verstehe. Alles klar. Alles klar. Und hoch damit. So, Kette gelöst und es geht weiter, nachdem ich das Ding hier aktiviert habe. Jetzt nämlich. Und weiter hoch, bitte. Danke. Ja, bei solchen Aufzügen in God of War habe ich immer das Gefühl, dass ich mich beeilen muss. Ansonsten werde ich an der Decke zerquetscht. Meine Geduld ist am Ende. Ach ja? Meine auch. Kann passieren. Das ist nicht gut, glaube ich. Glaubt das nicht so gut. Glaubt das nicht so gut, Kratos. Wäre froh, wenn du dich beeilen würdest.
Ich fände es echt schön, wenn du dich beeilen würdest. Gott, wie schnell muss ich denn hier bitte sein? Verdammt schnell. Shit, das schaffe ich doch nie im Leben. Komm schon, komm. Huch da. Gott. Oh, Energie, gib mir das. So, das war knapp was, das ich gewollt habe. Da ist wieder ein Brief. Aufzeichnung des Schreibers, ja. Er ist der erste Verräter und wurde zu unserer Unterkunft. Die Mauern. Sie atmen. Die Hekatonchaire ist der Ursprung dieses Irrsinns. Jeder Einbrecher wird gequält. Naja, ob ich so ein Einbrecher bin, weiß ich nicht. Ich möchte quälen. Und nicht ich selber werde gequält. Mhm. Wo ist diese scheiß Furie? Ich mach sie alle. Die Hekatonchaire. Da ist der Kopf. Macht mir ein bisschen Angst. Ich sitze hier so auf dem Präsentierteller. Das will mir nicht gefallen. Gott, das ist verstörend hier. Ja, hallo? Hier kann ich reingehen. Was zum? Ist das Kratos? Oh, die Götter belohnen uns. Ruhm sei Eros. Er hat uns einen Streiter geschickt. Komm, Streiter. Zeig mir deine Stärke. Nein, mir. Es ist genug Kratos für alle da. Sind gar nichts. Komm mit mir und ich zeige dir, was wahre Freuden sind. Aber lass sie doch mitkommen. Ob ich das hier zensieren muss, ich weiß es nicht. Ah! Enttarnt! Er gehört mir! Ich werde mich darum kümmern! Nichts da! Bleib doch hier! Ich wollte dich töten. Oh wow, oh wow, oh wow! So, diese Käfer sind gute Wurfmunitionen. Wie Handgranaten. Vielleicht treffe ich ja irgendwas Cooles damit. Bam! Und geh fliegen! Was ist das? Und bis das. Und du gehst zu deinem Freundchen hier. Das sind noch Käfer. Dann noch mehr Käfer. Ja, da. Autsch. Erst die Käfer müssen weg. So, und dann nervst du mich hier gewaltig. So. Komm her. Und BAM! Hahaha! Hast du ihn davon? So! Geplättet! Du hast mir zum letzten Mal Schmerzen bereitet, Spartaner! Ich denke nicht. Och, oh Gott, was zur Hölle? Angst? Angst? Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh großer Gott. Um...
Aha, da ist Fleisch. Das sieht verletzbar aus, denke ich mal. Jetzt lass mich in Ruhe. Zu viele von diesen Kackviechern. Los, erledigen, schnell. Oh Gott, ist das episch. Gott. So, hier verletzen alles Mögliche. Und dann, lass mich hier arbeiten. Ich sagte, lass mich hier arbeiten. Hier, das muss ich kaputt machen hier. Ha! Dann auf die andere Seite. Schnell! Oh Gott, weg da! Gott! Los, lass dieses Ding hier los! Mann, lass mich jetzt hier in Ruhe! Da kommt immer mehr, oder? Da kommt immer mehr! Komm schon! Nein, nein, nein! Man kann kaum was sehen! Geh bitte! Oh Gott! Okay, ich sollte mich nicht so sehr um die kleinen Viecher kümmern. Ich habe verstanden. Okay, ich habe verstanden. Ich muss mich hier zuerst um die Dinger hier kümmern. Die die Plattform festhalten. Okay, das wusste ich nicht mehr. Das wusste ich nicht mehr. Aber gut, wenn man es weiß, dann kann man das machen. Okay, okay. Sollte. Wo kann ich es jetzt angreifen? Da drüben. Ich kann hier. Ey, zu viele von diesen Idioten. Komm schon. Gut, gut, gut. Weg da. Weg da. Wow, ich komme hier zu nix. Ich komme hier echt zu nix. Ja, übertreib's halt. Bin ich denn? Da bin ich. Ich kann hier kaum was tun. So, in der Luft mache ich am meisten Damage, glaube ich. An diesem Teil da. Oh, das ist doch der Wahnsinn hier. Ich kann nicht angreifen. Oh, jetzt habe ich was kaputt gemacht, scheinbar. Oh, lass mich in Ruhe. Was? Oh Gott, Gefahr gebannt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich bin nervös. Kratos, beeil dich bitte. Was jetzt? Was jetzt? Oh Gott. Nein, nicht noch so ein Vieh. Wollt ihr mich alle verarschen? Oh, das wird ein Problem. Gott, was soll ich machen? Was soll ich machen? Oh mein Gott. Das Vieh muss auf jeden Fall weggehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, es muss schnell kaputt gehen. Der andere Kopf kommt immer näher. Habe ich so das Gefühl. Nein. Geh weg. Ja, 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 komm. Schnell. Das Vieh muss kaputt gehen. So schnell wie möglich. Kratos, komm. Mach's platt. Wir haben keine Zeit. Ich verstehe. Jetzt sieht das Ganze schon viel besser aus. Und? Greif an! Greif an, mein Vieh! Greif an! Jawoll! Jawoll! Das ist doch mal Chancenausgleich hier!
Komm schon, mach weiter. Weitermachen, sagte ich. Jawohl. So will ich das sehen. Mach dieses hässliche Stück Scheiße platt. Das ist nicht so gut. Da ist sie. Jawohl, komm her. Jetzt ist Schluss mit lustig. Okay, mein Vieh sagt gute Nacht scheinbar. Was nicht unbedingt verkehrt ist. Komm schon, stirb. Stirb, sagte ich. Boah, ist das episch, Leute. Ich würde sagen, das war's für dich, liebe Furie. Nichts als die vor ihm liegende Aufgabe im Sinn, bemühte sich Kratos, sich an die Wochen vor seiner Gefangenschaft zu erinnern. Die Zeit, da er loszog, seinen Bund mit Ares zu brechen, dem Kriegsgott. Dein Geist ist verwirrt. Doch dein Können ist immer noch beispiellos. Willst du etwas von mir? Jawohl. Aber so führt man keine Unterhaltung. Ich sehe das anders. Du hast keinen Grund mir zu trauen, Spartaner. Doch bitte ich dich, es zu versuchen. Deine Gedanken sind nicht die deinen, aber ich kann dir helfen. Ich glaube, die gehören dir. Du wirst hiermit deinen Geist beruhigen, Kratos. Lass dich nicht von Illusionen täuschen. Haben die Visionen aufgehört? Ich sehe nur dich. Gut. Diese Fähigkeit wirst du auf deinem Weg brauchen. Welcher Weg wäre das? Der Weg in die Freiheit, Kratos. Freiheit? Ja, Freiheit. Freiheit von den Furien, die dich in Ares Namen unablässig verfolgen. Und letztendlich Freiheit von deinem Bund mit dem Gott des Krieges selbst. Den Eid brechen mit deinem Gott. Nun, es ist ganz offensichtlich nicht mein Geist, um den es sich zu sorgen gilt. Ihretwegen schwankst du zwischen Klarheit und Illusion von jetzt auf gleich. Ist das ein Leben für einen großen Krieger? Die Furien sind nah. Sie dürfen nicht wissen, dass ich mit dir rede. Ich locke sie weg. Die Wahrheit wartet auf dich in Delphi, Kratos. Geh zum Orakel. Das passierte scheinbar damals. Aber gut, Leute. Ich glaube, die erste große Bestie ist bezwungen und ich würde sagen, Leute, das war's für heute mit God of War Ascension. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!